Für die Panther aus Ingolstadt geht es um wichtige Punkte für eine gute Ausgangslage in den Playoffs. Sie wollen Platz 2 festigen. Serge Aubins Team braucht Händeringpunkte im Kampf um Platz 10. Die Eisbären wollen unbedingt noch die erste Playoff-Runde mitspielen. Die Hausherren kamen schwer in die Partie. Ingolstadt war spielbestimmt. Dann dieser Angriff der Berliner, das ist Leo Födel von ganz außen. Probiert es einfach mal und er überwindet Kevin Reich im kurzen Eck aus ganz spitzen Winkel. Ärgerlich aus Sicht des Ingolstadter Torhüters. Die Berliner Führung zu diesem Zeitpunkt ein wenig schmeichelhaft. Denn Ingolstadt stärker, hier sieht man es, da rutscht Kevin Reich der Puck durch. Die Gäste aus Bayern immer wieder mit guten Angriffen. Das ist Jerome Flake und Justin Faeser prüft Tobias Anschitzka, der den Puck ganz leicht mit dem oberen Stockende touchiert und so entscheidend abfälscht. Glück in dieser Situation für die Eisbären. Dann Bulli im Offensivdrittel. Ingolstadt hat den Puck, zieht ab und Emil Kwas lässt es am Metall klingeln. Da hätte Anschitzka keine Chance gehabt. Giovanni Fiori hat ihm die Sicht versperrt. Also die Panther mit guten Chancen, aber auch mit Fehlern. Daniel Pieta gibt die Scheibe an der Blauen ab. Giovanni Di Fiori ist auf und davon. Und dann das Foul beim Abschluss an Fiori von Maury Edwards. Die Unparteiischen entschieden auf Penalty. Und das macht Marcel Nöbels gegen Kevin Reich. Verlangsamt das, dann schnelle Bewegung und dann legt er die Scheibe an Kevin Reich vorbei zum 2:0. Berlin eiskalt, effizient, toll gemacht, ganz lässig, schön vorbeigelegt. Der 16. Saisontreffer von Marcel Nöbels und Freude auf den Rängen. Mark French, ja, der konnte nicht zufrieden sein mit dem Punch seiner Mannschaft. Dann diese Situation, schön am langen Pfosten vorbeigelegt von Justin Faeser, der sich da gut durchsetzt mit der Rückhand. Tobias Anschitzka schon auf dem Weg in die andere Richtung. Dann Unterzahl Ingolstadt. Friedrich kommt von der Strafbank wieder, wird bedient von Pieta, weil Jonas Müller die Scheibe an der blauen Linie verliert. Hier sehen wir es oben, gibt die Scheibe ab. Pieta hat den Kopf oben, bedient Marco Friedrich. Und dann 1:1 aus einer Unterzahl wird der Anschlusstreffer zum 1:2. Marco Friedrich. Aber die Berliner, sie schüttelten sich kurz. Marco Novak schmeißt die Scheibe einfach mal vors Tor und dann ist sie drin. Das 3:1, der 2-Tore-Abstand wieder hergestellt. Und es war Manuel Widerer, der den Puck hier entscheidend abfälscht. Keine Chance für Kevin Reich. Von oben noch besser zu sehen. Das 1:3 und Mark French. Der Spielverlauf gab den Spielstand nicht unbedingt wieder. Seine Mannschaft eigentlich gut in der Partie und immer wieder mit Chancen. Sie prüften Tobias Anschitzka, aber der war heute glänzend aufgelegt. Hier ist es Pieta, der es probiert. Anschitzka mit gutem Stellungsspiel und die Berliner auf der anderen Seite eiskalt und effizient. Das ist Yannick Veilleux, behauptet die Scheibe und dann Zach Boychuk zum 4:1. In der 44. Spielminute. Tolle Vorarbeit und klasse Abschluss. Und Kevin Reich greift daneben. Kein Vorwurf an ihn, da kann er natürlich nichts machen. Dann zog Mark French seinen Torhüter 6,5 Minuten vor Schluss. Die Panther zu 6 auf dem Eis, das Tor verweist. Und dann ist es Yannick Veilleux, der seine starke Leistung mit dem Empty Net belohnt. Das 5:1. Ingolstadt macht eigentlich eine gute Partie, probierte es immer wieder. Auch hier, es gab noch mal eine 5-gegen-4 Überzahl. Aber immer wieder fanden sie ihren Meister in Tobias Anschitzka oder scheiterten an der Latte. Ingolstadt trotz Niederlage mit hoher Moral und Marco Friedrich mit klarer Playoff-Ansage. Ja, ich denke, die Liga kann dies Jahr auf uns zählen. Wir sind unglaublich hier eingeschweißte Truppe, haben dieses Jahr viel richtig gemacht. In den Playoffs geht es von null los. Das wissen wir. Wir können uns davon nichts kaufen, dass wir eine tolle Hauptrunde gespielt haben. Und ja, wir sind eine Playoff-Mannschaft. Wir wollen viel erreichen.
und deswegen, wir glauben dran. Wir spielen als Mannschaft, finde ich, jetzt ein ganzes Stück besser. Die letzten paar Spiele, vor allem defensiv, machen die Jungs mir das wesentlich leichter. Deswegen läuft es auch bei mir gerade so gut. Tobias Anschitzka, der Garant für den Berliner Erfolg in der Vergangenheit. Sie waren die Chance auf Platz 10, müssen am Dienstag nach Bremerhaven. Ingolstadt empfängt Bietigheim. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.